Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pack Sauce. Wir müssen die Gehege vergrößern, unbedingt. Unsere Dinos fühlen sich nicht mehr so wirklich wohl. Ich schau mal eben, wo kriege ich das nochmal genau raus? Privatsphäre. Oh, Privatsphäre ist sogar super. Okay, das kriegen wir langsam hin. Sehr schön. Hat das nur eine Weile gedauert anscheinend. Ich dachte ja, das wäre hier immer noch zu wenig. Wir waren ja irgendwie letztes Mal nur auf 30. Aber jetzt so sieht's gut aus, okay. So. Und der... Ach hier, das Gehege ist zu klein. Ja, das müssen wir immer noch in Ordnung kriegen. Ja, leider, wie gesagt, keine Pausetaste. Also ich kann hier... Nö, geht ganz normal weiter. Wir müssen das halt Stück für Stück machen und gucken, wie es wird. Und dann werden sich unsere Dinos hoffentlich auch nicht mehr so viel beschweren. So. Fangen wir hier mal an. Ich glaube, das wird immer noch zu wenig sein, aber wir schauen mal. So, jetzt kann der Zaun in der Mitte weg. Wir müssen uns halt langsam rantesten, damit wir das rausfinden. Ja, das wird jetzt wieder... Achso. Das wird jetzt wieder schwierig. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir unten die Zäune nicht abreißen. Das können wir schon mal löschen. Wir tasten uns am besten langsam voran. Na, ja, eins zerstört. Ah, nee, das kann ich nicht machen. Wenn der zerstört ist, dann rennen wahrscheinlich die Dino sofort drauf los. Das müssen wir lassen. Ja, da hätte ich jetzt echt gerne die Pausetaste, muss ich ehrlich sagen. Also das würde das hier groß erleichtern, dass einem die Dinos nicht beim Bauen abhauen. Dann müsste ich auch nicht diese Doppelzäune bauen. Aber na gut, leider keine da. So, wir brauchen Grünzeug. Ganz viel Grünzeug. Können wir auch nochmal überlegen, ob wir das hier nochmal vergrößern, das Wasser, oder lassen wir das so? Vielleicht lassen wir es auch so. Jetzt gucken wir mal. Noch ein bisschen grün. Hier können wir ja sogar ein bisschen lassen, falls wir hier den Weg noch vergrößern, dann können da Leute auch noch ein bisschen schauen. Kann ich hier auch nochmal irgendwie was hin? Ein schöner Baum, der passt. Das sind Kiefern, oder? Ja, kommen hier nochmal ein paar Bäumchen hin. So. Sehr schön. Und vielleicht nochmal ein Steinchen irgendwo oder ein Busch. Hier haben wir auch diese Büsche, können wir nehmen. So. Wo sind denn die Steine? Ach, hier. Was hatten wir da? Die hier? Regenwald, okay. So, sieht das Ganze noch ein bisschen hübscher aus. Und, wie sieht's aus? Gefällt es dir? Ah, super, das reicht schon fast. Okay, noch 10%, das kriegen wir nochmal hin. Jetzt gucken wir aber erstmal wegen dem Triceratops. Ja. Na, ihr habt doch schon wieder. Der kleine Dino ist immer noch nicht ganz zufrieden anscheinend. Dino? Ich möchte Dino, nicht das Gehege. Ach, Mensch. Ach, manchmal... Ach, wie groß der schon ist. Das ist so cool, dass sie groß werden. Ja, ich kriege ihn gerade leider nicht. Okay. Ja, dein Gehege müssen wir auf jeden Fall erweitern. Das geht ja gar nicht. So. Wo gehen wir lang? Hier nach hinten, würde ich sagen. Und dann geben wir ihm auch direkt das hier. Das finde ich ganz schön, dass das so vorgemacht... was? Warum geht das jetzt nicht? Wegen dem Baum? Oder was ist los? Moment. Machen wir die Kiefer halt kaputt. Ja, tatsächlich. Die Kiefer stand im Weg. So, ich mache erstmal diese einfach... Also diese quadratischen Dinge, weil es gerade einfach ein bisschen einfacher ist. Da können wir ja später vielleicht nochmal alles ein bisschen schöner machen, dass das nicht alles so gerade ist. Jetzt gerade möchte ich das so. Ja, wir müssen sowieso mal auch... Oh nein. Immer wieder. Wir müssen auch mal überlegen, wie viele Folgen wollen wir eigentlich machen. Ich wollte es ja nur mal ein bisschen zeigen. Das Spiel ist ja auch, glaube ich, immer noch in der Alpha. Und noch nicht ganz fertig. Ja, da müssen wir halt mal überlegen. Also ich wollte auf jeden Fall gerne ein paar Sachen natürlich zeigen. Und ich glaube, dass... Ja, das Grundprinzip ist schon mal klar, wie es funktioniert. Ich wollte aber gerne eigentlich noch ein paar Dinos zeigen. Jetzt würde ich euch das halt überlassen. Wenn ihr sagt, ey, ganz ehrlich, spiel mal was anderes, das reicht uns jetzt, dann können wir auch gerne aufhören, wenn euch das jetzt zu viel wird. Wenn ihr allerdings sagt, nee, wir haben noch nicht die Nase voll davon, wir möchten gerne noch ein bisschen mehr sehen, ja, dann teilt mir das sehr gerne mit und wir spielen noch etwas mehr und ich zeige euch noch etwas mehr. So, wie sieht's denn aus? Essen haben wir noch genug. Wie findest du dein Gehege jetzt? Wie? Das ist gerade kleiner geworden. Wieso steht jetzt hier nur noch 28%? Das war doch gerade, hatte ich doch 30 oder so. was? Ich warte mal kurz. Vielleicht hat sich das noch nicht
Vielleicht muss das erst noch ein bisschen sich... Keine Ahnung. Wir warten. Wir gucken mal. Oh, der Tag ist vorbei. Ja, sehr schön Geld eingenommen. Und 4 Herzen verdient. Yay, alle Dinos sind scheinbar glücklich, hoffe ich. Na, der macht gerade nicht so ein glückliches Gesicht. Ah, die hätten gerne Unterhaltung. Was ist hier los? Der ist auch schon wieder am Randalieren. Ihr habt doch jetzt ein echt großes Gehege. Die Privatsphäre scheint etwas gesunken zu sein, obwohl das Gehege größer ist und sie noch mehr Grün haben. Ja, das hier ist immer noch zu klein für beide. Die Privatsphäre reicht denen auch nicht. Ach Mensch, ihr seid auch nicht einfach zufriedenzustellen, ganz ehrlich. Ich möchte jetzt erstmal hier kurz gucken. Den Ornithopod, den haben wir schon... Haben wir den schon freigeschalten? 30 Herzchen. Boah, wie viel haben wir? 13 Herzchen. Oh Gott, das wird teuer. Das hier haben wir freigestellt, ne? Ja, das ist freigeschalten. Wir könnten erst andere Sachen, aber ich möchte so gerne den Ornithopoden oder den Theropoden. Oh, da hätten wir endlich mal einen Fleischfresser, glaube ich. Verdammt. Naja. Okay. Wir machen erstmal weiter. Ich gehe mal kurz. Wir können ja jetzt gar nichts anderes, ne? Nee. Ja gut, noch mehr von den anderen beiden Dinos brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich würde auch gerne mal was anderes machen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Gehege bauen. Allerdings sind die echt sauer. Ja, nee, wir müssen das leider nochmal machen tatsächlich. Sonst wird das wahrscheinlich noch ins Auge gehen. Ich beseitige erstmal den Müll, der hier rumsteht. So, der hat in unserem Park sowieso nichts verloren. Hier auch diese... Kann ich die... Nee, ich kann es nicht ziehen. Schade. Müssen wir leider erstmal einzeln machen. Ja, so. Dann gucken wir mal. Das muss schon einigermaßen groß sein, das Ding hier. Ich kann es auch... Der Weg müsste ja hier nicht lang gehen. Ich kann das auch hier einmal so... Obwohl, ich hätte da vielleicht doch gerne einen Weg. Wir machen das jetzt nicht schon wieder so gleichförmig. Ich setze mal hier an. So. Jetzt ist echt die Frage, wie viel? Wahrscheinlich einiges. So wie die rummeckern. Machen wir es so. Und gucken wir mal, ob das einigermaßen hinhaut. Das wird jetzt schwierig. Schon löschen. Das hier kann einen echt fertig machen. Nein. Ihr seht, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, da könnten sie, da müssen sie auf jeden Fall noch was machen. Damit man nicht gestresst ist beim Gehegebau. Oh, was ist denn das Kleine das? Das Müll? Ich weiß es nicht. Gucken wir gleich mal, ob das Müll ist. Ich möchte natürlich keinen Müll hier drin liegen haben. Nee, das ist vom Boden. Okay. Das ist nichts. Man kann auch, habe ich gesehen... Oh, hier ist schon wieder Stress. Man kann auch... Wo war denn das? Freie Kamera. Dann kann ich einfach... Also sonst war ja immer mit Q und E, dass sich viel bewegt. Ich kann es auch so machen. Und ich würde fast sagen, dass mir das auch besser gefällt. Ich lasse das mal so. Mit der freieren. Kann ich da trotzdem noch zoomen? Ja, das geht noch. Bin ich jetzt aber irgendwie... Oh, nee. Mir fällt gerade auf, das ist zu schnell. Mist, dann lasse ich es doch weg. Das ist mir leider ein bisschen zu schnell. Und hier bin ich auch weiter draußen. Okay, dann lassen wir es. Okay, war ein Versuch. Sieht leider nicht so geil aus. So. Und nochmal schön viel Gras, damit die sich wohlfühlen. Ich erinnere mich jedes Mal an den Jurassic Park Film, wo die Kinder am Anfang, wo die mit dem Auto fahren und die sich halt zu Recht aufregen, dass sie gar keine Dinos sehen. Und wie heißt er im Film? Malcolm? So einen lustigen Spruch reißt. Ich komme leider nicht mehr drauf. Irgendwie sowas in der Art, sie haben echt viele Dinos in ihrem Park. Irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall sehr witzig. Ja, ich mag die alten Jurassic Park Filme. Ich mag auch den ganz neuen Film, den Jurassic World 2. Den ersten konnte ich nicht leiden. Aber den zweiten, den mag ich wieder. Der war wieder so schön... Der war richtig düster. Das fand ich echt toll. Also, ich weiß nicht, ob sich wir noch erinnern können. Der erste Jurassic Park Film war ja auch eher bedrohlich. Also auch gerade die Szenen mit dem T-Rex und mit den Raptoren in der Küche vor allem. Boah, die Raptoren in der Küche, wie ich da mich als Kind ja fast in die Hosen gemacht habe.
Das war echt heavy. Und ja, der Jurassic World 2, der erste Teil, der war mir einfach viel zu quietschbunt. Ich fand den auch null bedrohlich. Also, sie hatten so viel Potenzial mit dem großen Dominus Rex, haben es aber einfach nicht ausgenutzt. Der Dino wurde so, ja, schnell abgehandelt. Die ganzen coolen Sachen, die er eigentlich konnte, dieses ganze militärische Zeug mit Tarnung und so, das war ja überhaupt nicht nützvoll, außer um einmal aus seinem Gehege rauszukommen. Ansonsten hat er es ja nie wieder gebraucht. Also totale Verschwendung der Talente eigentlich. Aber bei Jurassic World 2, das Viech, ich möchte jetzt nichts darauf hinweisen, wie das Viech ist, falls Leute den noch nicht gesehen haben. Der ist ja jetzt noch etwas neuer gewesen. Aber das Viech hat mir echt wieder Angst gemacht. Also davon habe ich noch Albträume. Und das als Erwachsene, das muss man erstmal schaffen, einem Erwachsenen nochmal Angst zu machen. So, das Ding ist immer noch zu klein, oder was? Das Biom des Geheges ist nicht Rainforest. Oh, es geht jetzt gar nicht mehr um die Größe. Okay, ist das hier das gleiche Problem? Nein, hier ist es okay. Gesellschaft, ein Herdendinosaurier braucht Oh, die wollen mehr. Ach du Scheiße, dann muss ich das Ganze ja noch größer machen, wenn er noch Gesellschaft will. Oh Gott. Lustigerweise fühlte sich unterhalten, dabei haben wir gar kein Spielzeug, das ist eigenartig. Die finden es okay mit der Gesellschaft. Zwei reicht denen anscheinend, aber die wollen wohl mehr haben. Okay. Ja, hier müssen wir jetzt nur... Ist nicht Rainforest. Wahrscheinlich reicht das Wasser nicht. Wahrscheinlich dadurch, dass es größer geworden ist, reicht aber das Wasser nicht mehr. Wo ist denn jetzt unser Wasser hier? Hier, ne? Gut, kümmern wir uns da mal eben drum. Jetzt zu Rainforest? Ich weiß es nicht. Muss ein bisschen aufpassen. Ich muss mal wieder ein bisschen Gras nachpflanzen jetzt. Hier an der Stelle. Sieht schon besser aus. Ist das ein Freudenschrei? Ich hoffe. Okay, der Dinosaurier braucht mehr passende Felsenrainforest, um die Biodiversitätsbedürfnisse zu erfüllen. Felsenrainforest? Felsen? Was? Der andere hatte keine Felsen. Moment. Kann ich dich nochmal eben anklicken? Info. Hier steht aber nur Regenwald. Geländetyp Grasregenwald. Das sollte alles erfüllt sein. Wir haben einen Regenwald auf jeden Fall. Felsenrainforest. Heißt das, ich soll Felsen? Also Steine? Oder? Ich weiß das nicht. Vielleicht damit die sich den Rücken schubbern können oder sowas? Kann das sein? Besser? Mehr passende Felsenrainforest. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich noch nicht. So, was können wir machen? Wir haben noch Zeit. Ich muss erstmal einkaufen, sehe ich gerade. Gemüse. Ja, dann müssen wir uns da... Oh, das wollte ich gar nicht. Das ist tatsächlich eine tägliche Lieferung. Ich lasse das mal noch, eine tägliche Lieferung. So viele Dinos haben wir noch nicht, die essen wollen. Okay. Wie sieht's aus? Müll haben wir nicht. Müll sieht alles gut aus. Ist der Mülleimer voll? Nee, sah nur so aus gerade. Ich würde gerne mal wieder was für den Park ansonsten machen noch. Hey, da war ich schon richtig. Was haben wir denn hier noch? Achso, Gehegetor. Okay. Wo sind denn die Sicherheitssachen, die wir freigeschalten hatten eigentlich? Und wann kriege ich das eigentlich? Freischalten durch die Erforschung von Party Pack 2. Party Pack 2. Party Pack? Wo ist denn Party Pack hier? Sumpf. Oh, ein Sauerboot. Okay. Gucken wir gleich, wo Party Pack 2 ist. Ja, jetzt habe ich mir die Leute nicht angeguckt. Oh, die Dinos. Was ist mit denen? Unterhaltung wahrscheinlich. Größtenteils. Der hat noch die Gesellschaft. Ah, die wollen Unterhaltung. Ich kann ihnen keine Unterhaltung bieten. Jetzt habe ich 17 Herze. Gegenstände für mittlere. Gegenstände? Ist das Party? Nee, das ist aber keine Party. Sicherheitsobjekte? Wüsten? Party. Hier. Dazu muss ich aber erstmal Pflanzenfresserobjekte freischalten. Käsehut. Für den Dino? Oh, bitte nein. Ich hoffe nicht, dass die Dinos hier Käsehüte aufgesetzt bekommen. Was ist das? Großer Pflanzenfressertrog. 12. Dann kommen wir immer noch nicht darauf. Aber die wollen diese scheiß Partyobjekte gern haben. Eine Weltraumbrille. Ach du Scheiße. und hier ist Partyobjekte Stufe 2. Da kommt Beispielzeug. Das wollen sie eigentlich. Also müsste ich das hier machen, um dann Gegenstände für mittlere hüttenförmiger Unterstand. Oh, das könnte sogar... Ja, komm. Das ist nämlich alles nicht so teuer.
Kann ich das auch direkt? Nee, jetzt habe ich noch ein Herz. Da komme ich leider noch nicht ran. Was habe ich hier bekommen? Auch nochmal Unterstände. Können wir mal gucken. Vielleicht macht das nochmal Privatsphäre. Das wäre ja auch ganz nett. Ah, tatsächlich. Ein durchschnittlicher Unterstand für einen kleinen Dinosaurier. Schützt vor Kälte und bietet die Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass. Was ist klein? Klein ist wahrscheinlich wirklich klein. Steht bei euch, ob ihr klein oder groß seid? Info. Größe Mitte. Okay. Was seid ihr? Wahrscheinlich auch Mitte. Okay. Also brauchen einen Mittelunterstand. Ein durchschnittlicher Unterstand für einen kleinen. Für einen mittleren. Und das hier für einen mittleren. Die beiden also. Zeig mal her. Wie, da soll der reinpassen? Das kleine Ding? Ich baue es mal hier hin. Das ist viel zu. Das ist ja winzig. Das sieht ja keiner. Kälte und bietet die Möglichkeit zum. Sollte aber Privatsphäre bringen. Das würde ich hier ganz passend finden. Kann ich das nochmal drehen? Oh, ich habe vergessen, wie man dreht. Nee, nicht uns. Er war's. Dabei fiel es mir ein. Hier vielleicht. Ans Wasser. Oh, nicht ins Wasser, bitte. So, dann können hier auch die Leute gucken, wenn die da reingehen. Obwohl sie eigentlich Privatsphäre bringen soll. Aber okay. Natürlich machen wir das farblich wieder anpassen. So? Nee, genau umgekehrt. Das hier so und das so. Jo, das kann ich auch farblich? Nee, das nicht. Oh, Spezialität Ankylosaurus und Ceratopsi. Ach, das ist für Ceratops. Ernsthaft? Ja, das ist egal. Einige Unterstände bieten zusätzliche Privatsphäre, Regenerationsmöglichkeiten, Gesundheit und Boni für deine Dinosaurier. Ja, das sieht auch gut. Oh, geh da hin. Gucken wir mal. Ja, komm, da rein. Hopp, hopp. Ich will's sehen. Ach Mensch, nutzen sie gar nicht. Toll. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob das hier überhaupt dann genutzt werden kann, wenn hier steht Spezialität für Ceratops eigentlich. Oder Ankylo. Aber Privatsphäre sieht auch gut aus zumindest. Okay. Ja, dann wir brauchen noch mehr von den Stegos. Auch wenn uns das wieder, ja, das Gehege zu klein macht. Stego, Stego, Stego. Wo ist er denn? Boah, wie viele Saurier es hier gibt. Ich würde die natürlich super gern alle zeigen. Oh, wir brauchen Diamanten. Halt. Die muss ich leider kaufen. Dann nehmen wir gleich ein paar mehr. Ich habe jetzt nur zwei gekauft, ne? Naja, gut. Reicht, ist ein paar mehr. Ist einer. Ach, zwei hätten wir noch übrig jetzt. So, machen wir. Wir tasten uns erstmal vorsichtig ran. Weil ich nicht weiß, ob vielleicht irgendwann auch gesagt wird, nee, jetzt ist aber zu viel wieder. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die irgendwann auch meckern, weil es ihnen zu viele Gesellschaft ist. Reicht das jetzt? Ist das jetzt schon mit drin als Ei? Anscheinend nicht. So, läuft doch alles super an dem Park. Ja, dann würde ich sagen, warte mal, ich wollte eine Sache noch gerne gucken in der Folge. Haben wir schon Laternen aufgestellt? Ich glaube nicht. Ich würde nämlich abends gerne mehr Licht haben. Oder überhaupt Licht haben. Da haben wir aber nur diese Straßenlaterne. Okay. Aber Hauptsache mal ein bisschen Licht hier, vor allem an den Bänken. Ja, geht nicht, warum? Ach so, ist zu nah. Okay. Hier eine. Weiß nicht, hier auch gleich eine? So. Ach, die steht jetzt vor der Bank. Oh, habe ich nicht. Ich dachte, das sah aus wie Zaun. Hä? Kann ich die umstellen? Nein. Die Laterne. Ja. Dann machen wir hier eine. Das müssen wir natürlich wieder analysieren. Dann hier eine. Immer schön da, wo die Leute auch sitzen, dass sie da auch was sehen können halt. Ja, das ist okay. So, dann haben wir abends mal ein bisschen Beleuchtung. Müssen wir dann mal gucken, wie es ausschaut, ob irgendwo noch was fehlt. Ansonsten, das sieht, das ist Dekoration noch. Informationsschild. Was steht da? Mit Dekorationsobjekten. Weiß ich nicht. Was steht denn da? Pakasaurus steht da, glaube ich. Pakasaurus. Oh Gott, ich tue mir so schwierig mit dem Namen. Furchtbar. Ich so, ja.
könnte man auch alles, nicht die schönsten Sachen, stumpf. Ja, die hier sind ganz hübsch, die Sachen. Das hier wäre ganz schön irgendwo noch. Damit es hier auch noch ein bisschen... Andererseits, dann kommst du ja gar nicht mehr an die Dinos ran. Ist auch Quatsch, oder? Ja, hast du die Dinger genau vor den Dinos stehen, die du ja eigentlich sehen möchtest? Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, jetzt lasse ich erstmal. Man will ja die Dinos auch noch irgendwo sehen können. Die meckern ja schon oft genug, dass sie die Dinos nicht sehen konnten. Na gut. Dann würde ich sagen, hier machen wir Schluss. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, wie viel ihr gerne noch sehen wollen würdet. Ob ihr überhaupt noch was sehen wollt von dem Spiel. Oder ob ihr sagt, nö, ganz ehrlich, jetzt kannst du auch mal wieder Schluss machen und uns was anderes zeigen. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.